Willkommen zum Skype Showdown am wöchentlichen Football Video Podcast auf Gear heute, wie immer natürlich mit dem Coach, mit unserem Experten Robin Haas. Coach, Hut ab, 7-0 für dich. Mach ich jetzt jede Woche so. Hoffentlich. Hallo miteinander. Ja, gutes Football war, ist super Wochenende gewesen. Ja, 7-0, deine Coach, spricht das für dich oder ist die Liga so voraussehbar? Nein, also ein paar Spiele sind schon voraussehbar gewesen. Wie Broncos und Luzern haben gesagt, es gibt mindestens einen 3-Taktischen Unterschied und die anderen zwei werden eng. Also da habe ich auch richtig tippt, nicht nur mit dem Wert gewöhnt, muss man auch gerade ehrlich sagen. Nicht zu mir selber loben, aber das habe ich beides gesagt, es werden sehr enge Match, sind es auch gewesen. Wir werden natürlich darauf eingehen, aber das wird ein super Jahr und ja, das wird gut. Okay, starten wir doch gar mit dem Spiel von den Broncos gegen die Luzern Lions, 62-16. Es gibt eigentlich nicht sehr viel zu sagen zu dem Spiel, eine sehr einseitige Sache gewesen. Ja, wie hast du beurteilt? Du hast ja auch gesehen, das Spiel. Ich habe es gesehen, ja, das Ganze. Das ist das, was wir befürchtet haben, wenn Broncos ihre Spieler zurückkennt. Alle, und der Kitchen hat wieder nicht gespielt, aber sonst die anderen zurückkommen, wird es sehr, sehr schwierig für alle. Alex Reich ist gekommen, hat Präsenz markiert. Der Rex Mahr war zurück, der Baumann hat gespielt, der Flav hat gespielt. Es macht schon einen riesen Unterschied aus. Die haben auch nicht müssen. Atino und Hennold haben nicht lang gespielt. Die haben ein paar Drives gespielt, die haben gemacht, sind es gegangen. Die sind zurückgekommen. Man muss natürlich auch, es kommt ja nicht, wie viel und wer Touchdowns macht, aber Severin hat 4 Touchdowns gemacht. Wie gesagt, der Schläger war noch Quarterback gewesen. Ist gekommen, 4 Touchdowns. Wobei man muss sagen, also nicht wirklich super gespielt, aber wie ein und zwei Touchdowns hat die also wirklich sehr alt ausgesehen. Sie sind in Cover Zero gegangen, haben ihn jammed, haben nicht einmal eine Hand an ihn angekriegt, und Severin ist weg und hat er gefangen. Und beim zweiten hinten dort, hinten rechts in der Endzone. Und auch Severin hat immer noch schön gefangen und alles, aber da muss ein ACA-Club mit Erfahrung, wo das zweite Jahr in der Nazi sollte eigentlich ein Rookie-Receiver nicht so frei machen. Das ist nichts gegen den Severin, der ist ein super guter Receiver, ist noch jung, aber wenn man im dritten Spiel jemals Receiver spielt und 4 Touchdowns macht, dann muss man sich dann auch ein bisschen fragen mit der Luzerner Defense, auf was für ein Niveau die spielen. Offense sind sie nicht so schlecht gewesen, Quarterback ist okay, Running Back sehr gut von ihnen, hat ein paar ganz gute Läufe gehabt. Die Line von den Broncos hat mich nicht so überzogen, wie sie auch schon überzogen hat früher. Es ist doch einiges, ein Zeitkaper zu dem Quarterback und wie gesagt, die Läufe sind gut gewesen. Ja, und der Corner kommt immer mehr ins Spiel, der Quarterback von den Broncos kommt immer besser ins Spiel mit dem Ding. Der Musio ist zurück als Tight End mit seinen über 1,90. Das ist gerade eine Präsenz, der ist früher ein O-Liner gewesen, der ist jetzt Tight End. Ja, jetzt sehen Broncos schon wieder doch wieder sehr, sehr dominant aus. Überhaupt sind es über 40 Punkte gewesen. Also, ja. Okay, schauen wir noch gerade mal ein paar Highlights von dem Spiel an. Die Galana Broncos sind wunschgemäß in das Spiel gestartet. Der Stefan Hennelt powert sich im ersten Quarter durch die Lions Defense. Praktisch noch belehrbar setzt er da seine Kraft ein. Und noch im ersten Quarter dann startet die Offenshow vom Quarterback Connor Manning mit seinem Receiver Severin Murk. Da zum ersten Touchdown im ersten Quarter, zur Touchdown, 2 Touchdown-Führung für Broncos. Und nochmal der Severin Murk zeigt, dass er heute einen ganz speziellen Tag haben wird. Die Lions haben gut gekämpft, sind über ihren Running Back, der Erich Emenecker, immer wieder mal zu Big Plays gekommen, haben da einige Nadelstiche setzen und sind dann auch durch ihren amerikanischen Quarterback Brad Jones zum ersten Touchdown gekommen. Aber die Atlanta Broncos haben nicht lange Fragen aufgelassen. Zweiter Touchdown vom Severin Murk, da mit einem Free Play nach einem Offside und kurze Zeit später wieder der Severin Murk mit seinem dritten Touchdown im zweiten Quarter und er macht nachher dort weiter, wo er angefangen hat, holt Yard für Yard raus und scoret kurze Zeit später sein 4. Touchdown in dem Spiel, das alles noch in der ersten Halbzeit. Das Spiel damit natürlich entschieden. Broncos Defense ebenfalls zur Stelle ist besser geworden.
sagt da der Quarterback und der Marco Marr erobert oder forciert den Fumble und Broncos damit wieder im Ballbesitz. Haben nachher das Spiel am Laufspiel übergeben. Nicht weniger als 5 Running Backs haben gescored für die Broncos in dem Spiel. Da der Melvin Sassi, demal zwar nicht für einen Touchdown, aber für einen schönen Raumgewinn. Und im vierten Quarter schließlich war es der Erik Raget, der da durch die Lions Defense durchgelaufen ist. Er macht dann am Schluss den letzten Touchdown von dem Spiel. Galanda Broncos gewinnen mit 62 zu 16. Gut, du hast es angesprochen. Severin Murk letztes Jahr Junioren und 19 Quarterback, jetzt 4 Touchdowns, ist ein bisschen reingeworfen worden. Aber jetzt macht sich das schon bezahlt im Spiel 3, oder? Dass er schon ein Go-To-Guy ist. Er hat 7 Catches für 149 Yards in dem Spiel. Ja, das hat sicher niemand gedacht. Nein, wenige. Und er ist ein Athlet, er war schon als Quarterback ein brutaler Athlet gewesen. Ich vergleiche ihn mit Lucas Lütscher immer wieder. Der wird der nächste Lucas Lütscher, wenn er so weitermacht. Er hat Spielverständnis. Ich will Quarterback sein, ich weiß auch ein bisschen, wie die Receivers denken, wie sie es machen. Und jetzt als Receiver tut er das dann umsetzen. Und das ist natürlich super für den Corner, dass er genau weiß, wo der Severin ist. Er hat auch schon im ersten Spiel gut gespielt, im zweiten in Genf habe ich gehört auch. Also ja, wenn nach 3 Spielen schon so bist, jetzt muss man einfach hoffen, dass er nicht abhebt. Und nicht irgendwie, da meint jetzt das Gangs, aber das glaube ich bei ihm weniger. Ich glaube, das weiß er genug, dass er das noch viel Football vor sich hat. Und es wird auch wieder schlechtere Tage geben, wenn das so ist. Es wird nicht immer so weitergehen. Aber es ist natürlich ein super Start. Also, ich meine, wenn 3 Spiele spielst und gerade die Stats, die du da gerade gesagt hast, und all die Tage schon sind, alle 3 Spiele rechnest, also außer jetzt gegen Genf. Aber ja, da wird jetzt schnell mal Notizen genommen. Die Leute werden ihn schneller kennen, wer er ist, würde ich mal meinen. Mhm. Und wir haben nach dem Spiel kurz mit ihm können reden. Ja, es war überwältigend auf jeden Fall. Ja, vor allem eben, es ist meine erste Saison. Und sicher ein Durchbruch so ein für mich, vor allem jetzt auch vor dem Polenspiel. Aber schlussendlich eben, wie immer, immer auf Text wieder Ball gefangen hat. Oder schlussendlich ist es wie immer eine Teamleistung und ich denke, wir werden gut spielen. Gut, für Broncos ist jetzt erst mal die Saison in der Schweizer Meisterschaft einmal on hold. 2-1 ist der Rekord. Nächste Wochenende geht es das erste Mal europäisch her, in der Central European Football League. Dürfen sie auf Polen reisen, spielen am Samstag gegen Wroclaw Panthers. Prognose kommt am Schluss, aber kannst schon mal etwas verraten? Das wird wahrscheinlich ein happiger Gegner für Broncos. Das wird sehr happy. Schon leid die Reisen alles. Ich weiß es nicht, wenn es geht, wie es geht, immer mit dem Bus. Pola wird zwar belächelt im Football und alles, aber die haben schon Leute. Die haben schon massive Leute und es ist auch eine super Organisation. Vor allem Wroclaw ist wirklich sehr gut. Jedoch, also ich finde auch, sie werden ein bisschen überschätzt. Ich meine, in ihrer Liga ist alles immer 60 Punkte Unterschied. Sie sind vor 2 Jahren oder 3 Jahren sind schon mal dort gewesen, im Testspiel, aber Testspiel ist immer anders und dann haben sie aber auch verloren, also Broncos haben dort verloren. Jetzt ist es anders, jetzt wo alle Leute wieder zurück sind, wenn auch alle gehen, dann im Kitchen und wo wieder spielt, oft glaube ich, so was ich gehört habe, das wird schon anders. Also, so wie sie es jetzt selber sagen, krasser Aussenseiter sind es ganz sicher nicht. Aber zu der Prognose kommen wir, wie gesagt, später, aber es wird sicher schwieriger als alle 3 Spiele, die es bis jetzt hatten. Mhm. Du hast gesagt, sie sind Aussenseiter, das heißt zumindest mal sicher der Jeff Buffen, ist klar, Coaches Talk natürlich auch. Hören wir nochmal, was er nach dem Spiel gegen die Lions über das bevorstehende Europacup-Spiel gesagt hat. Ja, yeah, I think that's the next game on the schedule and it's a very important game for us. That was the, you know, we've played the same kind of Swiss schedule for as many years as I've been here, everybody home and away. So you kind of know how that's going to run, and now we have ourselves a real opportunity to go into a great stadium. It's an Olympic stadium in the city of Rochelaw, which is lined for American football, nicely for American football. They do a really good job with their game day and promotion. It's a really nice crowd there, so it'll be a great atmosphere and experience for our guys to go in and play. And you know, we played this team 3 years ago and didn't win. I think we'll probably be the dogs in this game. I mean, they've won 3 games all by a huge margin of victory at home. So you know, it'll be up to us this week to really take another big step forward, because it is nice to come back off of a loss and win. But obviously, we're going to be taking a huge step up in class when it comes to opponent next week. And our guys understand that, so they get to enjoy the night as they should. And then obviously tomorrow we'll get to work on the Panthers.
Ja, eben, er sagt auch natürlich, er ist ein Aussenseiter, es ist ein bisschen wieder ein Downtalk, wie immer die Coaches machen. Wir haben letzte Woche schon angesprochen. Sie werden natürlich reingehen mit der Einstellung zum Gewinnen. Jetzt haben sie die ganze Woche Zeit, um sich vorbereitet auf das. Sie haben Videos und Huddle, wie alle anderen auch haben, und sie werden wissen, was sie machen. Grosses Coaching-Staff, und meine Broncos sind genug Coaches, also da werden sie gut vorbereitet sein. Und ja, das wird nicht so krass Aussenseiter werden, die nicht sein. Aber die Broncos haben jetzt dieses Jahr sehr stark auf das Laufspiel gesetzt, immer Run First eigentlich, und dann geöffnet für den Pass gegen Genf, hat man gesehen, wenn man das Laufspiel stoppt von den Broncos, dann ist man halt schon ein bisschen eindimensional noch. Das Laufspiel gerade über die Mitte wird gegen Brockla vermutlich nicht so eine einfache Geschichte, oder? Nein, jetzt nicht. Das Tape, das sie jetzt haben von den Drehspielen, Workclub hat, ist vor allem lauflastig. Wie du gerade gesagt hast, jetzt eben außer die Touchdowns gegen Luzern, aber da werden die auch die Coaches von Workclub auch nicht zu viel auflegen. Es ist ein Fehler, um sie denen so unterschätzen, weil sie können passen. Und wenn sie müssen passen, dann passen sie. Ich meine, der Connor ist doch ein Division 1 Quarterback, oder? Und man hätte müssen passen in anderen Spielen, muss man auch sagen. Ich meine, mit dem Hennel, mit dem Tino, mit dem anderen Junior raufgekommen ist. Haben sie mehrere Waffen. Eric hat auch gut gespielt gegen Luzern wieder. Also mehrere Waffen zum Laufen, aber sie haben jetzt natürlich mitgelaufen, als was sie hätten müssen, auch schon wegen dem Score und allem. Genf haben sie müssen, das wissen wir wegen der Receiver-Situation. Aber schon mehr Spiel gegen Winterthur, in der zweiten Halbzeit, wenn du dann so hoch führst, kannst du laufen, kannst du es auch verlaufen. Wieso solltest du noch Risiko sein, gar nicht passen? Wenn es mal ein knappes Spiel wird, so könntest du oft Spaß so geht es, wo auch der Lukas zurück ist und jetzt eben noch im Tight-End mit dem Musio. Das werden sie nicht mehr so viel laufen, wie es in der Schweiz laufen gegen Polen. Mhm. Gut, da sind wir sehr gespannt, was da am nächsten Samstag passiert. Schauen wir doch auf die weiteren Spiele in der Nationalliga an. Wir fangen an mit den Winterthur Warriors, die in ihrem ersten Heimspiel für die Saison hatten, gegen Bern Grizzlies. Relativ knapp, für mich eher ein bisschen überraschend knapp sogar. 20-29 das Resultat zugunsten von den Grizzlies. Hat das dich auch überrascht? Ja, schon. Je nach gesagt, es wird eng. Aber das ist dann gerade, und das ist ja dann im ähnlichen Schluss passiert. In der Halbzeit ist noch offen gewesen, sind sogar noch in Führung gewesen. Bern hätte dann wahrscheinlich nochmal back to the roots und sind für beides Spiel 2 gewesen, nein, 3 sogar, nein, 2. Aber es ist knapp gewesen und für Winterthur wird es jetzt wirklich mit 0 in 3, wird es jetzt langsam ein bisschen knapp. Jetzt haben sie das Spiel in Luzern, das ist Make it or Break it, oder? Spielen nächsten Samstag, Sonntag. Bern, Laufspiel gemixt mit dem Passspiel, habe ich gehört. Das ist eben genau der Mix, den man muss haben. Das ist Wayne Jacob Football. Immer ein bisschen mixen alles. Schön 50-50. Ich weiß nicht genau die richtigen Stats, aber ein bisschen so. Und Winterthur haben wir ja gesehen, wie es war, die letzte in Chur und dann in Basel. Ja, bin nicht dort gewesen, aber es ist wirklich knapp gewesen. Und das macht spannende Liga. Das ist wirklich gut. Aber es ist doch daheim gewesen, es ist doch ein Niederlage schlussendlich. Und schlussendlich zählt der Sieg. Sie haben den Sieg nicht geschafft und dann nützt es auch nicht, ob 30-29 oder 60-20 verlieren. Mhm. Über Bern muss man noch ein bisschen warten, oder? Die haben bis jetzt einer gegen die nominell Schwächeren gespielt. Da weiß man noch nicht so ganz genau, wie stark sie denn wirklich sind. Das kommt jetzt am Sonntag, wenn sie da auf Basel kommen. Bin ich mal gespannt, weil wir sind wirklich auch sehr stark. Und wenn man es mit letztes Jahr vergleicht, Welten anders. Aber zu dem können wir nachher. Und jetzt muss man Bern mal sehen gegen eine stärkere Mannschaft, nicht Luzern und in Anführungszeichen auch nicht Bern. Winterthur meine ich. Wie du gesagt hast, jetzt muss man mal schauen gegen ein gutes Team, wie es ist, und wieder auswärts für Bern. Und da bin ich wirklich gespannt auf den Sonntag, wie sich Bern präsentiert. Mhm. Schauen wir noch ein paar Highlights von dem Spiel. Warriors gegen Grizzlies auf huddle.com sind die auch zu finden. Schauen wir sie uns mal an. Die Winterthur Warriors sind furios in das Spiel gestartet, sind im ersten Quarter zu 2 Field-Goal-Versuchen gekommen, wo allerdings beide geblockt worden sind, aber auch sonst hat es Punkt gegeben. Da der Running Back, der Leon Simeoni, in einem vierten Versuch scoret der erste Touchdown für Gladiators und kurze Zeit später doppelt Warriors noch. Der Spencer Lewis
der Quarterback der Warriors passt auf den Pascal Rüegg und die Warriors führen mit 14-0 im ersten Quarter. Bern Grizzlies sind dann langsam erwacht, kommen noch im ersten Quarter zu ihrem ersten Touchdown. Quarterback TJ Gordon passt hier da über das halbe Spielfeld zum 14-7. Aber die Warriors sind in der ersten Halbzeit gut unterwegs gewesen. Da ein weiterer Touchdown, Demirol durch den Moritz Boller zum 20-14 Halbzeitstand. Die Grizzlies haben sich müssen etwas einfallen lassen und haben stärker auf das Laufspiel anfangen zu setzen. Da rettet sich ihr amerikanischer Quarterback und holt sich ein First Down, wo der Drive am Leben behalten für die Grizzlies. Kurze Zeit später dann passiert es. Wieder ein Pass. Die Winterthur Warriors auf dem falschen Bein erwischt und damit war das Spiel endgültig wieder offen gewesen. Nur noch ein Touchdown der Rückstand für die Grizzlies. Und im vierten Quarter ist das Spiel endgültig gedreht. Wieder war es ihr Quarterback gewesen. Aus 20 Yards mit dem Bootleg am Touchdown und sowas als Punkt. 21-20, kurz vor Schluss dann nochmal ein Touchdown zum 29-20 für Grizzlies. Okay, gehen wir zum dritten Spiel, das am Wochenende gespielt worden ist. Das ist ein Nailbiter. Geneva Seahawks mit einem zweiten Heimspiel, zweiten ganz knappen Spiel gegen eure Basel Gladiators. Aber Gladiators verlieren zwar mit 20-14 nach Overtime, aber haben gezeigt, Gladiators sind zurück im Geschäft. Mehr als im Geschäft. Also sind wirklich. Der Team Spirit, den wir angesprochen haben, was hängt, ist sehr wichtig. Das kann einen wegbringen. Im Moment sind sie wirklich zusammengeschweißt. In der Pause sind sie 7-5 in Führung gewesen. Nachher ist es mal 14-14 gewesen. Mit, ich glaube, 7 Sekunden vor Schluss hat Gladiators noch 50 Yards Field Goal gemacht, wo sie um 4 Yards verpasst haben. Knapp vorne dran hätten sie können gewinnen. Und in Overtime haben sie dann, wenn wir alle wissen, verloren. Sie haben, für das sie so weit runtergefahren sind und unter allem drum und dran, und bei den Junioren hat es eine böse Verletzung gegeben, es war ein sehr langes Delay gewesen, also hat man wieder müssen warten. Für das, was all das vorbereitet und so, ist es wirklich sehr gut, dort runtergehen gegen ein favorisiertes Game für so zu spielen. Was Coach Duane mir erzählt hat, sie haben wirklich sehr gut gespielt, 2-3 blöde Fehler gemacht, und das gehört halt im Sport dazu, und das, schlussendlich hat das gekostet. Es kann immer auf die, hätte ja auf der anderen Seite können kippen. Das ein, eben wie gesagt, das eine der Field Goal, oder es war mal ein Flag, der 15 Jahre alt war, wo schon in der Red Zone waren. So kleine Sachen kann es kosten. Schlussendlich haben sie auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, schlussendlich fragt niemand wie und was. Sie haben verloren, aber es war spannend gewesen. Und das war in Genf gewesen. Mhm. Und für den Seahawks haben wir gewusst, dass sie eine starke Mannschaft sind. Was ist denn jetzt in Basel? Ich meine, Letcher, wenn man vergleicht mit Letcher, wo es wirklich schlecht gelaufen ist, der Turnaround, was ist für dich der Grund? Sind die Spieler einfach erfahrener geworden? Oder eben ist es ein Teamzusammenhalt? Oder was liegt das? Es sind verschiedene Kriterien. Erstens mal hat Dwayne gesagt, so wie letztes Jahr geht es nicht. So tut er nicht all seine Zeit investieren. Nochmal, Dwayne ist der einzige nicht bezahlte Coach in der Nation, der 100% schafft und das alles nebenan noch macht, als einziger Coach in der Nation. Und er hat gesagt, so mache ich einfach nicht weiter, hat mit dem Team geredet und viele von den Teamleaders haben das auch gesagt. Klar hat man letztes Jahr Verletzte gehabt, aber man kann nicht alles nur der verletzten Ding also die Schuld geben. Das Jahr haben sie einfach anders gemacht, sie haben das Training erhöht, sie sind auf drei Trainings, sie sind auf Meetings, machen noch Meetings jetzt auch noch in der Woche, Videomeetings, also jetzt müssen sie wirklich Zeit aufopfern spielen und die meisten machen das auch. Er hat ein grosses Kader, den er nicht macht, hat er jetzt endlich mal diszipliniert und gesagt, nein, ihr seid nicht mehr dabei, nicht wie vorhin, ist es noch etwas anders gewesen. Und das geht auch Zusammenhalt. Und dann vor allem ein grosses Kriterium ist die erfahrenen Spieler, die mittleren, aber schon wieder dabei sind, und die Jungen. Und das ist alles in einem. Ich meine, meine Junioren, die aufgekommen sind, wenn ich mit denen rede, dann gesagt, die fühlen sich doch kein bisschen so Rookies oder so, dort genau gleich behandelt wie alle anderen. Und das ist eben sehr wichtig. Und du bringst auch Leistung. Ich meine, wie gesagt, letztes Mal der Henrik 2 Touchdowns gemacht, wo noch nie ein National gespielt hat. Wenn man reinkommt und du wirst so nicht case, aber nicht richtig aufgenommen, und das gibt es in vielen Teams, das, ich bin damals auch nicht ganz sehr freundlich mit Rookies, die zu uns aufgekommen sind, bin ich gerade ehrlich. Aber das ist heutzutage zum Glück nicht mehr so. Und das ist der Mix, was ausmacht. Und wenn der Mix geht, das kann Berger versetzen auf dem Feld.
das weißt du, wo auch Sport machst oder Football. Und das ist eben der Mix, was sie haben. Und ja, es sind nur zwei Coaches in einem First Team und trotzdem bringen sie so viel Stand. Natürlich helfen die Imports und die erfahrenen Spieler auch mit. Aber sie haben sehr viele Erfahrene, die zurückgekommen sind, die nicht so gefehlt haben wegen verschiedenen Gründen. Und das merkst du. Mhm. Gut, auch da haben wir ein paar Spielhighlights von dem Match Seahawks gegen Basel, wo 20-14 für Genf ausgegangen ist. Basel Gladiators sind schlecht in das Spiel gestartet. Ein Safety nach einem zu hohen Snap eröffnet Score da 2-0 für die Geneva Seahawks. Die Genfer sind den ganzen Match über gefährlich mit ihrem Passspiel. Ihr amerikanischer Quarterback hat immer wieder trotz grossem Druck Pässe können anbringen, die den viele Yards gebracht haben. Da wieder ein schöner Rettungsversuch vom Quarterback für einen grossen Rumgewinn für Seahawks. Das Spiel hat man beim Spielstand von 14-14 in die Overtime und dort haben Genfer dann alles klar gemacht mit einem Touchdown zum 20-14 Sieg und das wäre damit schon der zweite knappe Heimerfolg für die Seahawks zu Beginn dieser Football-Saison. Ja, das sind jetzt noch Genfer Touchdowns gewesen. Bei Basel wär's der Touchdown von René Fink gewesen, der hat einen gefangen. Und Bo Coleman, der Quarterback, ist dann selber noch einer reingelaufen. Das ist einfach noch zur Ergänzung für euch alle. Und ja. Okay, aber es ist ja eigentlich schon verrückt. Dieses Jahr, wenn man schaut, die Ledger Broncos sind da relativ einfach durchgelaufen, sage ich jetzt mal, durch die Meisterschaft. Dieses Jahr haben wir eine Four-Way-Race nach dem dritten Spieltag. Eigentlich für die Football-Fans perfekt. Was will man noch mehr als Fan? Also das ist, hoffentlich bleibt es so. Es sind noch einige Wochen zu spielen, wenn wir wissen, und zum Glück noch einige Wochen. Wir werden ja nicht, dass es fertig ist. Es gibt ein paar Kriterien, die man schauen muss. Und das muss man auch jetzt einmal als ich als Experte und Coach beides gleichzeitig sagen. Broncos spielen noch in der Euroliga. Das kann ein Vorteil sein für uns, für die anderen Mannschaften. Wir kriegen uns ein Bein, jeder hat noch zwei Beine, sie haben kein Bein, sie gehen vielleicht sogar noch weiter. Das merkt man dann schon. Das geht dann schon auf Substanz, früher oder später, oder? Weil die Spiele sind anfangen hart. Man sieht schon, wenn man live dort ist, wie schnell das Niveau anfangen ist in der NCAA. Im Stream sehe ich es vielleicht nicht so, aber die meisten gehen nur live verloren oder viele spielen. Das Niveau ist schon brutal in der NCAA anfangen. Und wenn du dann auch noch europäisch spielst, und es fallen drei Leute, vier Leute aus, man hat es gegen den Broncos, gegen Genf, wo so viel gefehlt haben, ist das vier, fünf Spiele, dann bist du schon gesehen und dann musst du es anfangen mit, ja, jetzt muss der auch noch das spielen und der muss dort spielen. Ich habe das schon mal erzählt, Larry hat das, ich habe mit Larry geredet und der DV und er hat gesagt, when, not this year, when then? Weil alle anderen spielen nur in der Schweiz und sie spielen in Polen, gegen die Türkei haben sie noch, gegen Copper Rams und dann haben sie sonst noch das Spiel, glaube ich, vielleicht wenn sie weiterkommen. Die Saison wird sehr, sehr spannend und ich glaube nicht, dass der Broncos die einzige Niederlage gegen sich ist. Da wird noch eine kommen, eine, zwei Niederlagen. Mhm. Gut, schauen wir, wie sich das, hoffen wir, dass sich nicht die Verletzungen anhäufen, obwohl eben wahrscheinlich hat Stieg natürlich mit den vielen Spielen. Das ist klar. Also ich sage ja nicht nur die Verletzungen, Entschuldigung. Ich meine überhaupt auch mit dem Fatigue, die Leute schaffen alle. Du kommst zurück von Polen, nächsten Tag kannst du arbeiten. Am Abend hast du wieder Training. Da bist du einfach... Der Körper ist so, ist nicht mehr. Man kann nicht ins Sole Uno oder Aquamarine, wie es bei euch heisst, und sich gerade hin. Nein, das gibt es nicht. Und das merkst du halt schon. Das ist halt, das merkst du, kannst du mir glauben, ich kenne das. Ja, ja. Ja, wir sind gespannt. Man hat gewusst, das wird eine Herausforderung für die Broncos. Jetzt schauen wir mal, wie es am Samstag durchkommen. Auch wie es rauskommen, oder? Auch körperlich wird das wird sicher physical und sie werden das wird weitergehen nächste Woche, schon wieder der nächste Match und so weiter. Das ist sicher ein Fragezeichen. Was ich mich frage, im vierten Quartal in Luzern mit dem hohen Resultat haben wir Backups und Third-Stringers und alles reingebracht. Und ich bin Dwayne am Schauen gewesen, bin auf dem Couch, wir haben uns nachgegessen, zusammen haben wir ganz schön geglaubt. Wir haben uns beide gefragt, wer ist eigentlich der Backup-QB? Also, noch gut, dass am Corner nicht passiert, weil der ist bereichert für die Liga. Man will nie, es gibt keinen Coach in der Liga, der über die Verletzung sehen will. Das gibt es nicht für die anderen. Aber egal wie gut er ist, das macht man nicht.
Aber wir haben uns schon ein paar Mal gefragt, wer ist eigentlich der Ersatz-Quarterback, falls der Connor weggeht. Jetzt muss man schon mal, hoffentlich passiert es nicht, aber wenn es passiert, man muss ja immer ein B-Szenario haben. Das haben sie sicher auch, das ist mir schon klar. Aber der wird nie und nimmer so gut sein wie der Connor, ist schon klar. Und sie haben noch keinen zweiten Army-Quarterback. Würde ich dann den Severin rein, würde ich den Lucas rein? Also das ist eine Frage, da möchte ich noch viel wissen, was da eigentlich wäre. Weil er ist der Einzige, der nicht ausgewechselt worden ist und noch zwei, drei Linemen natürlich. Aber sonst Receivers, Running Backs sind alles ausgewechselt worden, nur der Connor ist stehen geblieben. Es wäre wirklich mal spannend zu wissen, wer eigentlich der Backup-Quarterback bei Calabria. Ich werde den Coach Baffin das nächste Mal, wenn ich sehe, fragen. Wahrscheinlich wird Frage. Nicht, keine Antwort geben. Ja, schwierig zu sagen. Wahrscheinlich haben sie mit dem Alex Reich, mit dem Lucas Lütscher und mit dem Severin Murk drei Quarterbacks, die gespielt haben, und 19 teilweise auch. Der DA auch noch, Baumann theoretisch. Ja, aber das ist vor Jahren. Das ist vor Jahren, absolut. Das sind alles, übrigens alles MVP-Quarterbacks bei der U19. Ich meine, der Severin und der Alex und weiß ich nicht was alles, das war brutal gewesen dort, aber man hätte nicht können stoppen in der U19, wo wir gegen die gespielt haben, aber das war vor Jahren gewesen und der Quarterback braucht Praxis mit Würfen, mit allem drum und dran. Letztes Jahr war es Jamal gewesen, der, wo es für den Euroball geholt hat, der Safety, der konnte rein, der, der sich auch mal als Quarterback dort schwer verletzt hat, vor drei Jahren, wenn das war, aber jetzt haben sie, weiß ich nicht, würde der Defense-Koordinator sich umziehen oder würde der U19-Coach sich umziehen. Es hat uns wirklich Wunder genommen, wir sind dort auf das Roster geschaut und so, wir haben nichts herausgefunden und das würde mich jetzt wirklich mal Wunder nehmen, wer der Satz. Das ist deine Aufgabe, das ausfinden für uns. Okay, knock on wood, dass es nicht passiert, aber ich werde das bis zum nächsten Skype-Showdown wissen wir das, hoffentlich, wenn der Jeff Buffens verratet. Gehen wir doch okay, noch Jeff, weiter. We want to know that, okay, Jeff? Genau. Wenn man weitergeht, die Zeit läuft uns nämlich schon wieder massiv davon. Man könnte stundenlang reden. Es ist überall Football gespielt worden. Flag Football in einer Liga ist gespielt worden. Aber wahrscheinlich, auch in der Nazi A haben wir zwei super spannende Spiele gesehen. Aber was in der Nazi B gelaufen ist, das hat es wahrscheinlich noch selten gegeben im Schweizer Football. Zwei Spiele, die in Overtime, also sogar in Double Overtime gegangen sind. Ja, hast du das schon mal erlebt? Nicht, dass sie wissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem zwei gerade in Genf. Das ist das Lustige. Gegen Seahawks und gegen Geneva Whoppers. Also gerade zwei in Genf in Overtime. Die sind sogar in Double Overtime gegangen. Whoppers. Whoppers gegen Chance. 19 zu 18. Wie viel hat es gewonnen? 19 zu 18. Wow, okay. Also das ist halt alles. Dann St. Gallen, wo ich viele Leute auch kennen. Und dann beide Quarterbacks sehr gut kennen. Also beide, alle drei eigentlich von A und beide von St. Gallen, die wechseln dort ab. Dort ist auch in Overtime gegangen und St. Gallen überraschenderweise gewinnt gegen Argovia. Das ist also auch die Liga, auch Nazi B, wieder brutal spannend. Was man von Nazi C überhaupt nicht sagen kann, darum lassen wir das gerade mal weg, Nazi C. Wenn ich das so sagen darf, die Woche mit all den Absagen. Aber Nazi A und Nazi B, das sieht spannend aus. Und das ist doch das, was man will. Und St. Gallen, wir haben ja eine lange Vergangenheit mit St. Gallen. Ist ja eigentlich schön zu sehen, dass Bears heißen es zwar jetzt, aber dass trotzdem St. Gallen offenbar jetzt das in der Nazi B auch vorne mitspielen kann. Gut, das kannst du nach einem Spiel noch nicht sagen. Aber das Spiel im Stadion Gründermoos, eins der schönsten Stadien, das wird unterschätzt, weil es Nazi B spielen. Die haben die richtige Football-Linie, richtige Football-Goal, Hash, also One-Yard-Marks, alles richtig gemacht. Dort ist Football wirklich gekommen. Schön zu sehen, ich meine, ihr Headcoach ist der Gmünder, noch ein alter Feind von uns, von den Broncos. Der hat uns einiges Mal den Cello, den Bruder, auch gesackt als D-Liner. Der macht einen super Job mit seinem Crew. St. Gallen, ja, aber das war jetzt ein Spiel gewesen und die sind auf dem Weg, aber impressive, wirklich impressive für die Bears. Sehr gut. Und die Liga Anführer tollen Zürich Renegades sind, nämlich im dritten Spiel, wo auch knapp war, Thun Tigers geschlagen mit 30 zu 23. Sie sind wahrscheinlich im Moment im Driver's Seat in dieser Liga, oder? Und auch dort wieder, wo muss man sagen, Zürich macht auch viel. Die nehmen auch mit vom Hype. Die spielen jetzt im Stadion Untergrund, oder wie das heisst. Sie spielen es nicht mehr da oben im Wald. Das ist zwar nicht jedes Spiel, aber immerhin. Die machen so einen Mix mit dem Rugby. Zuerst spielen sie und danach das Rugby, dass man nicht Zuschauer gibt. Knappspiel, auch wieder ein Touchdown. Wie gesagt, die Liga ist auch wieder sehr spannend. Zürich ist ein Favorit zum Aufsteigen. Mit dem Coach Munoz, der hat auch sehr, sehr viel Erfahrung. Hat ein Landquarterback in der Schweiz gespielt, hat dann auch Pflegeliga mitgemacht, so das um das, was ist heutzutage. Knappes Spiel auch wieder. Ich meine, das ist wirklich an jedes Spiel, wo du gehst, wäre spannend gewesen, diese Woche. Ja, wirklich, also fast jedes Spiel, wo du gegangen wärst, wäre spannend gewesen.
Mhm. Die dritte Liga, die wir besprechen, kurz ist U19. Broncos sind dort zu einem ersten Sieg gekommen, 31-6. Das sicher nicht wirklich eine grosse Überraschung. Schön, dass die Lions überhaupt gekommen sind. Ja, das war für dich auch keine Überraschung, oder? Nein, das ist keine Überraschung. Aber ich hoffe einfach nicht, dass wir jede Woche sagen, es ist schön, dass Luzern gekommen ist. Das hoffe ich also wirklich nicht. In zwei Wochen spielen wir es. Nein, in drei Wochen spielen wir es. Ja, und es steht gut für Broncos, Junioren eine Sieg zu fahren. Oder? Das ist natürlich immer gut. Jetzt sind sie dabei und dann können wir mehr. Obwohl es ein Non-League-Game ist, trotzdem immer noch ein Official-Game. Freue mich richtig drauf, Ostermäntig. Mal schauen, wie die sind, was ich sehe. Das machen die sich wirklich gut und haben jetzt auch ein grosses Kader und alles drum und dran. Darum gratulieren zum ersten Sieg. Ja. Mhm. Was wir auch wieder aufsehen, wir haben letzte Woche geredet, Bern Grizzlies eine Kantenniederlage letzte Woche gekriegt. Das Jahr, demmal kriegen sie in Genf eine 63-28 Packung. Bei Bern weiss man auch, die kommen im Verlauf der Saison, aber das sind schon ziemlich happige Rückstände, was sie hier aufzuholen haben. Zuerst mal, bevor ich zu Bern komme, mal Genf erwähnen. In zwei Spielen 128 Punkte erzielt. 128 Punkte in zwei Spielen, die Offense. Zu Bern, ich habe natürlich mit dem Coach John geredet, wir reden uns sehr viel austauschen. Schlussendlich gibt es keine Ausreden. Sie haben ein junges Team, ja, das weiß man, das haben aber viele andere auch. Verlieren sie daheim gegen Zürich 34-0, jetzt verlieren sie riesig mit 60 zu irgendetwas, über 60 zu irgendetwas in Genf. Ja, ja, da müssen sie über Bürger, jetzt kommen sie zu uns. Am Sonntag haben wir sie mit der Elite in der Elite League. Und jetzt für ihn muss eine Reaktion kommen, wir sind uns das bewusst, wenn wir schauen, dass es keine Reaktion gibt, aus Coaching-Sicht, aber dort muss eine Reaktion kommen, weil das sind zwei happige Niederlagen und sie sind zweifache Meister nacheinander und haben doch noch sehr viele Leute dabei für letztes Jahr. Also es ist nicht so, als hätten sie das an U16 verstärkt und es keine Leute mehr haben. Sie sind noch sehr viele Leute für letztes Jahr dabei. Bei U16 sind sie auch ins Finale. Und da sind auch viele aufgekommen. Also die sind zweifache Meister bei der U19, plus sind sie im Finale bei der U16 gewesen. Die haben ein recht Juniorenprogramm, dass die so anfangen, das ist eine riesen Überraschung mit diesen zwei Niederlagen. Mhm. Grizzlies, also einiges zu tun. Aber im letzten Spiel vielleicht noch Zürcher Derby, Winter Warriors verlieren daheim gegen Zürich Renegades. Ja, ein Prestige-Sieg für die Renegades. Überraschend, weil Winterthur hat mich wirklich überrascht, wie gut sie sind. Der Quarterback, der Leroy, ist wirklich sehr, sehr guter Quarterback, den sie dort haben. Aber Zürich muss auch etwas da gemacht haben. Ich habe es ein bisschen auf dem Film gesehen. Die haben eine gute Defense, Zürich hat wirklich gute Defense, Offense, gutes Laufspiel, Pass, ein bisschen weniger so gut. Das kann ich sagen, wenn wir nicht gegen sie spielen werden. Außer in den Playoffs. Aber gutes Laufspiel. Aber Winterthur hat jetzt gegen Broncos gewonnen, 14-0 am Anfang, nachher zwei Niederlagen nacheinander. Sie spielen aber auch undiszipliniert, Winterthur. Und wenn du 30 Jahre Strafe nacheinander kriegst, unsportsmanlike Conduct, im gleichen Spielzug, 30 Jahre, das holst du nicht mehr auf. Und da muss man diszipliniert sein, da muss jetzt der Coach ihnen sagen, los, Football muss diszipliniert sein, sonst verlierst du Jahre, um ein Jahr verlierst, das aufzuholen mit 30, wie willst du bei 30 und 35 noch etwas machen, oder? Und es war knapp gewesen auch, Elite Liga ist auch spannend, welche Liga ist nicht spannend, außer die Liga 10, bis jetzt. Also wirklich alles spannend. Und halt die Develop League, weil dort halt die welche Team Vorfest geben, leider, aber das könnte man schon dann diskutieren. Genau, du hast gesagt, die Elite League wird auch spannend. Perfekt eigentlich zum Football promoten. Wir haben letzte Woche ein bisschen geredet, gejammert wegen dem Resultat, dass man die nicht findet. Ist das diese Woche nicht besser gewesen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten zum Football promoten. Und da würde ich gerne dir auch mal ein bisschen Bühne geben. Du machst nämlich wieder den August das Quarterback-Receiver-Camp. Erzähl mal ein bisschen, was läuft dort so? Ja, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Im Sommer habe ich schon zweimal gemacht und im Frühling haben wir auch eins gehabt in Davos. Jetzt, wo bin ich da, in San Diego vom QB Magazine, das ist eine Organisation in Amerika, die dort Quarterbacks ausbildet und dann habe ich da können gehen auf San Diego ins QB Magazine Camp und habe dort Coaches kennengelernt, unter anderem der Personal Coach von Tannehill, Kaepernick und so, die sind alle da gewesen, einer, der schon über 50 Leute in Division 1, Quarterbacks in Division 1 gebracht hat. Dann der Kyle Callahan ist so bei mir gewesen, der hat sein eigenes Handcamp für Receivers. Der bringt auch seine Coaches mit, unter anderem
Den Namen darf ich noch nicht sagen, aber bei den Coaches ist der Mike, bei den Quarterbacks ist der Mike Garvano, dann der Jose, der früher ein Quarterback bei Lausanne war, der jetzt in San Diego eine eigene QB-School hat. Und wir werden dort am 30. August bis 1. September werden wir Quarterback- und Receiver-Camp organisieren in Davos. Wir haben ein anderes angeschaut, Zug, Aarau, wir haben ein paar andere Städte angeschaut, aber es kommt einfach zu teuer. Und wo haben wir Connections und alles, und dort kriegen wir es billiger. Aber wird eine gute Sache, man kann sich anmelden, has.qb.school@gmail.com, und sonst auf meiner Insta-Seite, wenn ich schon mal die Werbung darf machen. Es ist zur Förderung für Football, es ist 14 aufwärts, es gibt keine Alterslimite, 14 aufwärts, und es ist noch früher, ja, aber es ist eine Limitzahl, die kommen können, und vor allem die Coaches, die kommen, das sind dann der Hochkaräter, auch wieder Receivers. Und so promoten wir das Football und so machen, bringen wir es weiter. Schauen wir, dass es wirklich wieder gut wird. Mhm. Und ich kann jedem jungen Quarterback oder Receiver raten, nützen die Chance. Der Coach Haas weiß, was er macht. Er hat da schon mehr als genug Quarterback in der Schweiz und Receiver in der Schweiz rausgebracht. Selber auch, ist, darf ich das auch gerne sagen, Swiss Bowl MVP 2003. Ja, ja. Also, der weiß, wie er euch weiterbringen kann. Und also, die mich nicht mögen, das hat nur noch amerikanische Division One College Coaches dort. Die könnten denen zuhören. Genau. Gut, Coach, wir kommen zu der Prognose. Ha? Dein undefeated record ist on the line. Jetzt wird es schwierig. Wir fangen an europäisch. Central European Football League. Europäischer Saisonstart für die Galanda Broncos. Sie reisen, wie besprochen, auf Pola ins Olympiastadion von Breslau und spielen dort gegen die Wroclaw Panthers, mehrfacher polnischer Meister. Dein Call. Zählt das auch zu meinem Record? Klar. In der Schweizer Liga. Klar. Okay. Ja, also. Enges Spiel, aber Polen wird gewinnen. Ich hoffe zwar natürlich als Schweizer, auch als Bündner, hoffe ich natürlich, dass Broncos gewinnen, aber die lange Fahrt und alles und Preparation, sage ich mal, es gibt einen knappen Sieg für die Polen. Ich kann den Namen nicht aussprechen, für die. Ja. Gut, dann gehen wir in die Nationalliga an. Also der europäische Match, der ist am Samstag. Am Sonntag finden zwei Matches statt in der Nationalliga an. Eure Basel Gladiators empfangen Bern Grizzlies und das wird ein ganz heißes Game. Das wird sehr gut. Das ist, aber ich glaube, Bern ist noch nicht auf der Höhe, wie wir jetzt im Moment auf der Höhe sind, mit dem, wie es mit dem Timing und allem stimmt und drum und dran. Darum tippe und sage, es wird gleich jeder Sieg geben. Rankov ist immer schwierig zum Spielen gegen uns. Das haben wir in der Zukunft, sogar wo wir schlecht waren in der letzten Saison, es ist nicht einfach, im Rankov zu gewinnen. Ein Sieg für Gladiators. Okay, Sieg für Gladiators in Call. Und das dritte Spiel, so ein bisschen das frühe Kellerkinder-Duell, sage ich jetzt mal. Die Luzern Lions haben ihr erstes Heimspiel der Saison. Sie empfangen die Winterthur Warriors mit einem 0-3-Rekord im Rücken. Schon schwer unter Druck. Dein Call. Also, das ist eigentlich muss Winterthur das gewinnen. Das ist, was ich jetzt von Luzern gesehen habe, ja, es war gegen Broncos, aber wie gesagt, wenn die Defense angeschaut hast und ich rede, ich weiß, es war gegen Broncos, aber ich sehe ja auch jetzt Technik und alles. Und sie haben die ganze Offense von Luzern ist mit dem Running Back und dann ein paar Hitches, die springen und wieder zwischendurch eine lange Bälle und viele lassen es auch gehen. Winterthur geht jetzt doch schon das vierte Spiel rein. Und jetzt müssen sie einfach gewinnen. Und darum, auch wenn ich jetzt meinen Rekord vielleicht verliere, aber ich glaube, es wird wieder ein Endspiel. Aber Winterthur wird gewinnen, weil jetzt haben sie das Wasser bis da, wenn sie 0-4 sind und dort auch verlieren. Dann wird der Präsident von Winterthur entweder handeln müssen mit ein paar Sachen, wie es halt im Sport so ist. Muss eine Situation oder er geht weiter mit diesen Leuten und wird weiterhin so spielen, aber ich glaube, sie werden können bei Winterthur. Okay, du hast die Chance auf 10-0 zu gehen, aber ich spüre ein bisschen, dass das Jahr, das Wochenende, ein ganz heißer wird. Wenn es klingt, dann wechseln wir vom Cola zum Champagner, würde ich sagen. Trinken kein Alkohol. Du trinkst gar... Gut, dann, was gibt es etwas anderes? Bleiben wir beim Cola. Ja, ein Kohlenschutz müsste ich ja, ich würde sagen, mein Auto putzen, wie wäre es mit dem?
Ist das gut? Das Autoputz ist keine gute Idee, das ist eine andere Baustelle, genau. Machen wir eine Pizza und gut ist. Eine Pizza, gut, dann gibt es eine Pizza. Aber 10-0 wird schwer und wenn ich wirklich 10-0 wäre, wäre ich auch stolz auf mich selber. Ja. Ist sicher ein ganz schweres Wochenende mit 3 Games, die in alle Richtungen gehen können. Vor allem mit den Polen, weil das ist so schwierig mit dem Polenspiel, weil man eben einfach zu wenig weiß über die hat. Das ist halt. Aber früher oder später wird das 3 gehen. Niemand kann eine ganze Saison richtig tippen. Das ist nicht möglich. Und früher oder später wird das 3 gehen enden. Ich bin schon stolz auf mit 7-0. Bin ich schon stolz. Gut, Coach. Ich danke dir vielmals, dass du dich da wieder zum Fenster rauslehnst und deine Prognosen abgibst und deine ganze Analyse. Und wir reden in dem Fall am nächsten Montag wieder und nach einem sehr spannenden Wochenende. Ja, und heute habe ich mich nicht einmal aufregen, bin schön ruhig, sie haben wirklich Spass gehabt. Das freut mich, so soll es sein. Ich hoffe, dass es nächstes Montag nicht anders sein wird. Und allen viel Glück und good luck und Weekend.